Willkommen zurück zu Enderal, dem Spiel, wo wir die Stirn runzeln. Weih mich ein. Vorhin, als wir die Fässer aus dem Lager hochgerollt haben, habe ich noch einen Beutel Schwarzpulver mitgenommen. Ich dachte, er könnte uns nützlich sein. Hier, Magistra Jaela hat mir einmal diese Spruchrolle gegeben. Mit dem Zauber könntest du den Beutel durch den Bruch in das Getriebe werfen. Top, Sicherheitsding. Den Rest erledigt dann ein Brandfall. Hast du welche bei? Ich kann nur Feuerball zaubern. Welches Loch meint sie eigentlich? Esel, dieser Durchbruch. Greift dein Objekt mit Telekinese mit... Eine Lüstung ist voll. Ich soll ein Objekt mit Telekinese droppen? Dann müsste ich das ja einfach vor mir droppen, oder nicht? Da bin ich ja mal gespannt. Vor allem, mit welcher Taste war das Greifen? Maus M2? Jetzt wird hochkriminell, ne? Das ist, was ist denn das überhaupt? Sieht wahrscheinlich als sonst der Gegenstand, oder? Beutel mit Schwarzpulver. Also gut, droppen wir den mal. Ja, das bereits was, ja, aber. Hä? Wie soll ich das machen? Versuch den Beutel durch den Durchbruch ins Getriebe zu werfen. Das müsste funktionieren. Kann ich nicht einfach. Was habe ich denn gerade für Magie in der Hand eigentlich? Ich habe gerade Telekinese in der Hand, oder was? Ah, lol. Wo habe ich denn noch einmal einen Telekinese-Zauberspruch her? Such dir einen Bogen und schieß einen Brandpfeil so, dass er in das Getriebe fällt. Ja, müssen wir mal feststellen, wozu habe ich denn hier gerade Telekinese her? Jetzt mal. Ich kann tatsächlich Telekinese? So was kann ich? Schusswinkel, sonst prallt der Pfeil in die falsche Richtung ab. Warum hat das nicht funktioniert? Das ist ein explosiver Feuerball. Das sollte eigentlich gut funktionieren, oder? Na gut, wie viele Brandpfeile habe ich denn? 5, oha. Perfekt. Hoffen wir, dass das Feuer sich in den Mauern nicht ausbreitet. Jetzt lass uns sehen, was Daigala zu verbergen hatte. Super Sicherheitsvorkehrung hat er da auf jeden Fall getroffen. Also wirklich. Dann ist das System so einfach zu knacken. Das ist eigentlich ein ganz schönes Armezeugnis, oder? Kirschen und die Wildmagen? Das ist auch ein Buch, was ich nie gelesen habe, glaube ich. Hoffen wir, dass sich das Feuer nicht ausbreitet. Wie soll sich das ausbreiten ohne Brandstoff in der Wand? Im Prinzip besteht dieser Turm hier auch nur aus Treppen. Habe ich nie mal. Und wir finden jede Menge blaues Ruhesprenkel. Kuscheltiere? Hat er vielleicht Kinder gehabt? Guck mal, die Maus sieht schon fast witzig aus, oder? Spielzeug? Was sind diese blauen Flecken überall? Fluoreszierende Farbe? Vielleicht? Hat er alles nur gemacht, weil er... Oh. Was? Altes Buch? Hm. Auf mich wirkt das wie das Zimmer eines Mädchens. Ah ja. Keine von denen man wusste. Es hieß immer, Daigala liebte die Medizin mehr, als er einen anderen Menschen jemals hätte lieben können. Aber wenn er eine Tochter hatte, dann hatte sie ja vielleicht auch mit seiner Flucht zu tun. Sehen wir uns mal um. Ja, ich habe wahrscheinlich schon die Lösung hier gefunden. Haben Sie ein Buch gefunden? Haben wir noch welche anderen Hinweise? Was Zerbrechliches hat er gesagt. Hat er seine Tochter so sehr geliebt, dass er sie in den höchsten Turm hätte einsperren müssen? Ein Drache? Naja, interagieren wir mit dem alten Buch. Mal sehen, ob wir eine Vision kriegen, oder? Und der Hase flehte. Nein, bitte friss mich nicht. Der Watteur sah ihn spöttisch an. Und wieso nicht, Kleiner? Du bist schwach und ich bin stark. Seine Stimme klang rau wie von Flüsterbaumrinde und... Die Geschichte gefällt dir nicht, oder? Natürlich nicht. Als Mutter sie dir vorgelesen hat, mochtest du sie ja auch nicht. Aber weißt du was, mein Sternchen? Bald ist dir wieder warm.
Und dann muss ich dir keine Geschichten mehr vorlesen. Dann kannst du rausgehen und die Welt selbst erkunden. Mit deinen eigenen Füßen. Ich schwöre es dir, Maya. Ich schwöre es. Hm. Tot? Hä. Ah, moin. Ich hab ne Ahnung. Das Mädchen war tot, Zaira. Sie war tot. Ja, das weiß ich auch. Was? Hier steht es geschrieben. Dalgalars Anschaffungen. Und rate mal, was er neben Tierkadavern noch alles eingekauft hat. Dunstblüten, Lavendel und Schattenknospenfett. Und alles davon fässerweise. Und das heißt? Das sind die Zutaten für den Totenbalsam, mit dem die Kile ihre Verstorbenen bestreichen. Solange der Körper damit eingesalbt wird, setzt der Verwesungsprozess nicht ein. Die Kile benutzen ihn, bevor sie ihre Verstorbenen auf das Meer schicken. Aber Dalgalar hat in all den Jahren so viel davon herstellen lassen, dass ein gesamtes kileanisches Dorf für Monde lang damit versorgt gewesen wäre. Und du hast doch gesagt, er habe seiner Schülerin aufgetragen, Salbe zu holen. Maya muss seine Tochter gewesen sein. Und sie ist an irgendetwas gestorben. Aber anstatt sie zu bestatten, hat er sie mit diesem Zeug konserviert wie ein Stück Pökelfleisch. Das ist furchtbar. Ja, aber das deckt sich mit meiner Vision. Das Mädchen heißt Maya Kali und ich glaube, er hat versucht, sie wiederzubeleben. Ja, aber sie hat doch gerade schon den Namen gesagt. Plothole! Mit dem Engel. Darum hat er an ihm geforscht. Bleibt nur noch die Frage, wie genau er funktionieren sollte. Und was der schwarze Stein damit zu tun hatte. Zumindest haben wir jetzt einen Kandidaten für die Losung. Maya. Willst du hier noch etwas bleiben oder sollen wir wieder hinabsteigen? Nö. Wir können gehen. Ja, komm. Achso, es lädt direkt. Na gut, die beiden Heiträger auf dem Tisch hätte ich vielleicht noch gerne mitgenommen. Aber was soll's. Also, das haben wir alles gesehen. Gut. Also, ihr hättet eine Phantomfackel. Dann versuchen wir mal unser Glück an den Siegeln. Tu du es. Warum muss ich das machen? Wir haben nur ein Lösungswort. Was? Was ist das denn für mich? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das klang gut. Ein Wort haben wir. Sehen wir uns den anderen Turm noch an. So ein Eingabemenü habe ich noch nie gesehen. Das müssen die aus sich selber gebaut haben. Das ist so ein früher alte RPGs, das ist also die ganz frühen Rollenspieler. Da konnte man sogar teilweise noch Dialoge eigene Wörter eintippern. Ich weiß gar nicht, wie gut das funktioniert hat, aber es gab es auf jeden Fall. Eine ganz tolle Technologie. Weltklasse. Ich schleiche, während ich ein Magierlicht um mich rumfliegen habe. Wird wahrscheinlich meine Chance beim Schleichen. Was ist das hier alles? Das muss wohl so etwas wie sein Labor gewesen sein. Ja. Ich nehme mal stark an, er hat am lebenden Objekt experimentiert. Das Ding ist vor allen Dingen. Oh, nee. Das Ding ist vor allen Dingen. Das Maya war nicht mehr da. Das heißt, er hat dann. Das heißt, er hat auf jeden Fall sein Experiment echt zu Ende gebracht, oder? Es geht los. Boah, zumindest er hat die letzte Untersuchung auf jeden Fall gemacht. Oh. Die halten ja gar nicht so aus. Da habe ich gerade gekrittet. Fokus kann hier. Ja, Fokus. Einfach dicke Feuerbälle raushauen. Gegner kaputt hauen. Easy. Fokus kann hier. Fokus. Oh. Ich hätte ja auch den Boden abfackeln können. Warum kann ich eigentlich keine Leichen im Kampf? Duden haben sie es auch verne. Also sie haben auch keine Kampfgeräusche. Das nervt mich ein bisschen. Sie haben es dann tatsächlich mal wieder geschafft, keine Geräusche zu kriegen im Kampf. Beziehungsweise im ganzen Spiel. Ja, das sind diese Visionen. Die machen das. Die machen bis irgendwie was. Das waren alle. Sehen wir uns mal um. Das macht, bis was passiert, macht das irgendwie die. Ich kenne die Leichen überhaupt nicht. Die suchen auch nicht schlecht. Das macht irgendwie die Fähigkeit. Oder ist das, zählt das als Musik oder sind das nur Hintergrundgeräusche? Das waren alle. Sehen wir uns mal um. Oh, Forschungsturm. Gibt es einen Grund, dass du dich versteckst, Junika? Verzeiht, Meister. Ich wollte mit euch sprechen. Natürlich wolltest du das. Was bedrückt dich? Es. Verzeiht meine Worte. Aber die jüngsten Entwicklungen beunruhigen mich. So? Ihr habt euch verändert, Meister. Täglich kommen die Kranken an unsere Tore und bitten um Hilfe. Aber ihr verbietet uns, ihn zu öffnen und verbringt stattdessen jede freie Sekunde eurer Zeit mit dem Mädchen. Und jetzt noch dieser schwarze Stein. Kennt ihr denn die Sagen nicht?
Ihr solltet... Geh und pack deine Sachen, Julika. Was? Ich mache mir doch einfach nur Sorgen. Ich weiß. Und dafür danke ich dir. Nun geh. Deine Lehrlingschaft ist vorüber. Aber... Geh! Ha! Tja. Wir müssen weiter hoch, Saira. Hier finden wir nichts. Ja, ich habe einen Schlüssel und eine Vision. Schon wieder? Was hast du gesehen? Du hattest recht mit seiner Vermutung. Wilke hat mit den Schwarzen schon experimentiert. Dafür scheint er auch ein Grund für seine Abschottung gewesen zu sein. Ja, das hat er. Deshalb wurde er irgendwann auch einfach vergessen, schätze ich. Aber gut, jetzt haben wir zumindest schwarz auf weiß, dass wir keiner falschen Fährte folgen. Komm, vielleicht finden wir oben mehr. Vor allen Dingen schwarz auf weiß, also wirklich. Ich mag hier diese Visionen sehr. Die unterbrechen zwar den Spielfluss und so ein bisschen, dessen sind die wahrscheinlich, kann man die nicht zu viel einsetzen. Ansonsten finde ich, die sind ehrlich ein schönes Stilelement. Also, die, bieten halt wie mehr Einblick in die ganze die Sache. Wenn ich nicht so richtig weiß, was hier alles für ein Zeug rumliegt. Ne? Zigtausend Ringe. Sind die wahrscheinlich nicht mal so zipperlich sein beim Plündern. Ein bisschen mehr mitnehmen hier. Looten und leveln. Tintenfässer. Vielleicht mehrere. Warum ist denn hier ein Tor vor und da hinten nicht? Ha. Ich hab eigentlich keinen Grund dafür, so ein Gitter vor Kunst zu haben. Also wenn das hier irgendwie, achso. Absolut Schlüssel, gut. Hervorragend. Naja. Wenn wir unsere Vision bloß besser steuern könnten. Einfach jeden Moment in der Vergangenheit angucken. Wir könnten ein super Privatdetektiv sein. Ja, ich schleiche schon wieder mit aktiviertem Magierlicht. Ich weiß. Das war unsinnig. Warte. Was? Ja. Scientia Sinistra. Von Ibn Naidarim. Das war ein Arkanist der Sieben Tossa. Hier auf Enderei sind seine Lehren verboten. Scheint, als hätten Dalgalar für den Engel Kräuter und Lichtmagie allein nicht mehr gereicht. Tja, ja, da muss die Interpretieren. Soll mir das was sagen? Was sind wir jetzt da oben? Na? Na? Wir finden... Unter anatomische Modelle. Sogar verlorene. Mich wundert nicht, dass er und der Bund der Apothekarii ihre Meinungsverschiedenheiten hatten. Oh, Corpus humanus, menschlicher Verlorener. Ah ja. Leiche. Menschliches Herz. Aber gut, dass das Herz noch so gut erhalten ist. Oh, was ist das? Das ist ein Troll? Tatsächlich. Alius Niger, schwarzer Troll. Ursus Kommis, gewöhnlicher Brombeer. Was, Kommunis? Achso. Wahrscheinlich, das ist ja wirklich so. Das Grab hier sieht leer aus. Ach, es geht ja noch weiter hoch. Warum hat... Was ist denn das hier? Es ist so eine Eispranke, ich sehe es doch genau. Was spannend, was alles in deinem Stream steht. Wie meinst du das? Das war wieder nicht abgehört. Ich glaube, mein aktueller Streamplan ist halt aktuell... Den habe ich letztes Mal vor 2 Monaten nur so aktualisiert. Weil ich das mal am Anfang der Woche eigentlich nicht so genau weiß, neuerdings. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt finden. Quick Save. Ja, ich glaube schon, dass es zumindest das ein bisschen aus wie ein bisschen. Ruckel, ruckel, ruckel. Dieser hier wittert eine Falle. Warum soll ist hier drüber so eine komische Platte angebracht? Ach, was zum. Das ist kein Labor, das ist eine Gruft. Aha, vor allen Dingen ist das ein Stück mitten aus einer Gruft rausgebaut, ne? Einzelteile. Ja, mitnehmen etwas noch rein. Zauber durch Frostwind, Rang 1. Na, großartig. Kirasch. Jetzt wissen wir, dass es wirklich nicht bei Kleintieren geblieben ist. Aber was ist das für eine Flüssigkeit, in der die Körper schweben? Tja, ja, ja. Gute Frau, ich habe sie im Anwesen des alten Mannes in seinem Sanktum schon einmal gesehen. Scheint Körper in einer Statue. Stimmt! Das würde ich gerade sagen. Das ist so, da dachte ich nur, das wäre Eis. Verstehe. Siehst du das? Aha. Natürlich auch eine Möglichkeit, irgendwie seine eigene... Ein Kristall, aber so matt, als wäre ihm alle Energie. Energie ist Leben und Energie ist Tod. Weniger, nicht zu wenig, aber weniger. Enttäusch mich nicht, diesmal nicht. Aha.
Und hat sie aber aufgelöst? Hallo Sommer. Worden. Vermutlich war das eine Art Test für das Experiment mit dem schwarzen Stein. Was meinst du? Ja, er scheint daran geforscht zu haben, den Energiekristallen irgendwie auf organisches Leben zu übertragen. Deshalb hat er bei mir den Stein vor. Was? Ja, ja, ich habe es eben gesehen. Sein Leiche muss man nicht. Dabei wollte sie wieder zum Leben erwecken, genau. Und die Energie sollte vermutlich tote Herzen wieder zum Schlagen bringen. Dann ist der Engel wohl genau dieses Gerät. Ein Extraktor. Und ich wette 1000 Groschen, dass er ihn auf seine Tochter anwenden wollte. Und es hat nicht funktioniert. Das wird immer konfuser. Komm, lass uns nach der zweiten Losung suchen. Naja, das heißt aber schon, dass sein Gerät auf jeden Fall ihr nicht helfen kann. Weil das heilt er nicht, es soll er anscheinend nur wiederbeleben. Es sei denn, er hätte das Ding deutlich universaler gebaut, als er gewusst hätte. Also irgendwie nicht. Blutiger Stofffetzen. Vielleicht. Vor allen Dingen, das ist das Ding der alte Mann. Der könnte dann jemanden tatsächlich am Leben halten. Der Stein hat vor allen Dingen noch Arme. Federn. Groschen. Ja, man soll mit ihm was noch kriegen kann. Ich weiß nicht, warum die Leute andauernd Geld so in Kleinteilen rumliegen lassen. Oh, naja, wenn sie meinen. Hm. Was ist cool, ein Brief? Was? Tanishia? Tanishia, Worte können nicht beschreiben, wie glücklich mich jeder deiner Briefe macht. Es ist, als würde die Wärme deiner Finger nach ihnen haften. Aber lass mich keine Zeit vergeuden und auf deine Frage antworten. Unsere Kleine geht es immer besser. Das kühle Klima tut ihr sehr gut. Nur wenige Tage nach unserer Ankunft hier ist sie aus ihrem Koma erwacht. Ihre Wangen werden von Tag zu Tag rosiger, ihre Atemzüge kräftiger. Ich bin mir sicher, dass du zur nächsten Sternsommernacht bereits wieder in die Arme schließen kannst. Außerdem wolltest du wissen, wann du zu uns ziehen kannst. Schweres Herzen muss ich dich noch einige Monate vertrösten. Deine Anwesenheit hier würde Mayas Heilung gefährden. Und ich bitte dich, nach dem Warum zu fragen. Glaub mir, mich dein Schmerz, die Distanz zwischen uns genauso sehr wie dich. Was? Milijan sagt mir, er habe im Leorenen Ark einen ganzen Jahr Unterkunft und Verpflegung für dich gezahlt. Ich schreibe dir alsbald. Liebe Samael. Tanishia? Tja. Was? Ich kann mit den Stand agieren? Und? Irgendetwas? Ja, doch. Ich habe einen tollen Brief gefunden. Das soll ich wahrscheinlich einstecken, oder? Moment. Alter, wenn der Brief hier aber noch liegt, dann hat er ihn ja nie abgeschickt. Das heißt, irgendwas muss auf halbem Weg schiefgegangen sein. Und? Irgendetwas? Ja, ich habe einen Brief. Tatsächlich? Zeig. Beim Namen der Sonne. Jetzt verstehe ich. Diese Tanisha war seine verborgene Gefährtin und Maya das Kind der beiden. Jupp. Das gestorben ist, wovon der Ark verlassen sich abgeschottet um seinen... Ja. Bloß, dass seine Frau nichts von Mayas Tod wusste. Dalgala hat ihr all die Zeit über erzählt, sie wäre einfach nur krank und auf dem Weg der Besserung. Beim Namen der Sonne. Das ist hart. Der Name der Sonne ist Sonne? Immerhin wissen wir jetzt, wie eines der Losungswörter lauten könnte. Tanisha. Viel mehr werden wir nicht finden. Wollen wir wieder hinab? Naja, wir könnten uns noch die einzelnen Leichen angucken, von denen die sind, aber naja, wir probieren einfach Tanisha aus. Gut, komm. Tanisha? Oh Gott, was ist das? Ich nicht mehr merken kann für 5 Sekunden, wie das zu schreiben ist. Ja, gut. So. Tanisha. Hab ich. Metall in den Hauptkommen. Hab. Achso, na gut. Dann können wir die ganze Erkundung des Hauptkommens auch in der nächsten Folge machen, wenn es wieder Zeit ist. Für Enderer. Macht's gut, bis dann. Tschüss.